Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Im letzten Part haben wir Thelma mal besucht und sie hat uns mal was von Ruffler erzählt. Und ja, jetzt sind wir hier am Hylia-See und wollen uns hier noch ein bisschen umschauen. Und ja, wen haben wir denn hier? Unser liebes Vögelchen ist jetzt wieder da und denn wir haben es geschafft. Wir haben die 10.000 Punkte in diesem kleinen Minispiel erreicht und ganz ehrlich, es war... Die 10.000 Punkte zu erreichen ist einfacher, als ich es in Erinnerung hatte. Die Punkte hat man super schnell zusammen, nur halt daneben wieder rauskommen. Das ist für mich schwer. Für andere ist es wahrscheinlich ein Zuckerschlecken, aber für mich ist das schwer. Ja, unglaublich, 16.000 Punkte. Ah, du hast über 10.000 Punkte. Hier, nimm das dafür. Denk aber bloß ich, das gebe ich dir, weil ich dich besonders mag oder so. Yay. Ah, ist doch toll, oder? Ich will sie nur mal versuchen, nein. Wenn man jetzt seinen eigenen Rekord nochmal bricht, bekommt man übrigens 100 Rubine. Und zwar jedes Mal. Habe ich gerade? Ich höre doch. Ich höre einen Insekt. Aber wo? Da! Ich sehe dich. Dafür sollte ich... So. Komm mal her. So. Libelle Weibchen. Schön. Dann haben wir das schon mal. Das ist das. Das will ich gerade noch nicht machen. Jo, was geht? Oh, ein Kunde, tut mir leid, wir haben vorübergehend geschlossen. Ist okay. Hey! Daran habe ich mich nicht mehr erinnert, okay. Ja, geh mal weg. Roms! Ja, so muss das sein. Hilfe! Wer bist du denn? Schaffst du es nur bei einem Kampf gegen solche Monster so ruhig zu bleiben? Du bist doch... Einer von den Guten? Aber wir müssen uns ja nicht im Stehen unterhalten. Komm doch rein. Okay. Oh. Hab ich eine Angst gehabt. Ich dachte, ich würde das nicht überleben. In letzter Zeit läuft wirklich alles schief. Also, erst einmal vielen Dank. Ich bin Tina. Ich verleihe hier Boote. Aber herabgestürzte Felsen haben den Fluss blockiert. Deshalb habe ich geschlossen. Weißt du, manchmal braucht man eben doch einen starken Mann. Für einen echten Mann dürfte es doch kein Problem sein, etwas dagegen zu unternehmen, oder? Ja, okay. Wirklich? Ja, ich wollte es eigentlich ja später machen, aber ist okay. Das würde mir sehr helfen. Also dann, würdest du dich erstmal um diesen Felsbrocken dort kümmern? Du bekommst Bomben und Pfeile von mir. Kombiniere sie zu Bombenpfeilen und spreng ihn. Wie, ich muss sie auch noch selber kombinieren hier. Was ist denn das für ein Service? Voll der Drecksservice hier. Alles selbst machen hier. Zack. Nochmal. Zack. Oh, Superman. Das ist geschafft. Es gibt unterwegs noch mehr Felsen, die den Flusslauf blockieren. Bitte kümmere dich drum. Hier ist das Boot. Steig schon ein. Ja, okay. Flussabwärts ist es ziemlich gefährlich. Steig auf keinen Fall aus dem Boot aus. Meine Aushilfe wartet an Ort und Stelle auf dich. Sie wird dir dann genaueres sagen. Wenn du es schaffen solltest, überlasse ich dir zum Dank die Bombentasche. Oh yeah. Ist doch ein faires Geschäft, oder? Also gute Fahrt. Bombentasche. Ja, man bekommt hier die größere Bombentasche. Ist voll cool. Nicht nur, dass da mehr Bomben reinpassen, glaube ich.
sondern man kann dann auch noch zwei verschiedene Bomben dabei haben. Ja. Ich hasse diese Floßfahrt. Auch wenn die Musik hier übertrieben geil ist. Wie ich finde. Ausweichen. Brumms, Mann. Tackling. Yeah, Mann. Super ausgewichen, ne? Oh, die Musik hier ist so toll. So. Schnell hier rüber. Ich habe mich übrigens mal kurz informiert, wegen den Geisterseelen. Man bekommt nicht unendlich Geld, wenn man alles geschafft hat, man bekommt die vierte Flasche. Ist auch nicht wirklich besser, meiner Meinung nach. Oh, das schickt sicherlich die Chefin, um mir zu helfen. Ich bin die Aushilfe. Entschuldigen, dass wir dir solche Mühe machen. Voll die Aushilfe, Mann. Also, dieser Felsen da ist im Weg und staut den Fluss auf. Muss versuchen, ihn mit Bombenfallen zu zerstören. Ja, ja. Roms! Ey, ich bin so gut, Mann. Ey, du hast es geschafft. Vielen Dank. Jetzt darfst du mich besteigen. Was? Oh, das Wasser fängt da schon wieder an zu fließen. Nein, wirklich. Ich begleite dich zur Mündung. Meiner Mündung. Folge mir einfach. Ja, ja. Ist okay. Durch die Schnellen hier durch. Okay, okay. Hier, ich weich aus, Mann. Voll krass. Ausweichen. Hilfe! Hilfe! Was ist hier los? Ich sehe nichts. Nein, nicht da. Nein. Hier wieder rüber. Okay, okay. Ich habe alles im Griff. Alles im Griff. Alles ist cool. Alles cool. Alles cool. Alles ist cool. Okay. Konnte man hier nicht später nochmal ein Herzteil gewinnen oder irgendwie sowas? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Es gibt auf jeden Fall nochmal ein Spiel danach und ich glaube, das habe ich auch immer gespielt. Um das perfekt zu haben, aber ich dachte, dass ich dafür dann die Bombentasche bekomme, aber irgendwie bekomme ich die jetzt schon. Nein. Weg! Bombs. Ich tackle hier einfach alles um, Mann. Hey, schaffe ich es, die Aushilfe zu treffen? Aushilfe! Stirb, Aushilfe! So. Erst die ganzen Zoras retten und jetzt mit Bombenpfeilen abschießen. Genau so will ich das haben, ne? Jetzt, komm! Nein, noch nicht ganz. Komm! Fast! Ich krieg dich! Ha, ich hab dich getroffen, glaube ich. Vielen, vielen Dank. Du hast uns wirklich sehr geholfen. Jetzt kann die Chefin endlich ihr Geschäft wieder öffnen. Während wir geschlossen hatten, wurde ihre Laune immer schlimmer. Es war kaum noch auszuhalten. Ach, und noch etwas. Sie hat dir bestimmt versprochen, dass du zum Dank die Bombentasche behältst, oder? Sie macht das immer so. Gib einfach überflüssige Waren weg. Sie ist so ein Geizhals. Nimm sie einfach mit. Ich werde mit dir reden, wenn ich wieder im Bootshaus bin. Bombentasche! Also bis dann, komm uns doch mal wieder im Laden besuchen. Eventuell. Okay. So, ich will mich mal kurz wieder hochwappen und zwar zur Zora-Höhle. Da habe ich nämlich auch noch was zu erledigen. So, und ich schaue jetzt gerade noch nach.
Also gibt es dann nochmal eine größere Bombentasche. Wenn man das Spiel gewinnt. Alles klar. So. Sieht mich hier jemand? Nein. Gut. Denn die dürfen mich nicht sehen, wenn man da sich verwandelt. Jetzt holen wir uns auf jeden Fall erstmal eine größere Bombentasche, würde ich mal sagen, oder? Wird doch Zeit, dass wir uns mal eine größere Bombentasche holen. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt. So. Dann will ich noch die Wasserbomben ausrüsten. So, und hier gibt es noch was ganz was Tolles hier für uns. So. Ich wollte zwar eigentlich nicht werfen, sondern legen, aber es hat trotzdem seinen Sinn und Zweck erfüllt. Ich dachte, dass ich hier... Hat man hier nicht noch eine größere Bombentasche bekommen? Es kann doch sein, dass ich mich gerade irre. Und das tue ich anscheinend auch. Denn ich sehe hier... Ah, da sind noch welche. Denn ich sehe hier sonst keine Felsen mehr. Das sind keine Felsen zum Wegspringen. Nee. Halt, das war der falsche. Einfach mal so eine Bombe schmeißen. Muss auch mal sein, ne? Gab's hier wirklich nicht noch mehr? Ich leg hier mal eine Bombe hin. Geh weg. Komm, spring. Ah! Also doch. Endlich draußen. Vielen Dank. Hat mich mittags ein bisschen hingelegt und war auf einmal in diesem Lavastein eingeschlossen. Mann, was für ein Albtraum. Aber ich sollte mich wohl erstmal bei dir bedanken. Mehr als das habe ich leider nicht bei mir. Hoffentlich kannst du damit was anfangen. Bombentasche! Ach stimmt, jetzt habe ich von ihr eine Bombentasche bekommen. Jetzt haben wir drei und dann gibt es ja noch die Bombentaschen-Erweiterung. Ja, jetzt haben wir's. Genau, da war was. Genau, es gibt drei Bombentaschen und eine Bombentaschen-Erweiterung. Jetzt haben wir's. So war das. Okay, jetzt haben wir erstmal alle Bombentaschen. Schön. Und ich würde mal sagen, wir können uns jetzt noch ein Herzteil holen. Das weiß ich jetzt noch. Dann weiß ich noch eine Flasche. Ausgenommen mir. Dann eben eine größere Bombentasche. Die übrigens für alle drei Bombentaschen gilt. Ja. Und mehr fällt mir gerade selber nicht ein. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo ich bin. Ich versuche jetzt mal hier runter zu schwimmen. Komme ich dadurch dahin, wo ich hin will? Hoffentlich. Vielleicht. Unter Umständen, ansonsten gibt es dafür... Ja, ich komme dahin, wo ich hin will. Ansonsten gibt es ja wieder einen Warp-Punkt hierher, das weiß ich. Oh! Was sehen wir denn hier? So, 1 von 19 steht bei mir. Zack. Ich müsste doch jetzt... Ja, 2 von 19... Alles klar, es wird mir angezeigt, wie viele ich in dem Gebiet habe. Wie viele von den Gegnern ich schon besiegt habe. Das ist natürlich sehr cool. So, dich habe ich schon. Das ist ein Sekt.
Das will ich jetzt gerade noch nicht machen. Wo ist eigentlich das Libellenmännchen? Das müsste doch dann eigentlich hier irgendwo in der Nähe sein. Vielleicht ist es hier drin. Dort gibt es jetzt nämlich erstmal ein Herzteil für uns zu holen. Nämlich im Angelteich. Ja, man kennt's ja, ne? Vielleicht ist hier das Insekt? Nö. Ne, hier ist kein Insekt. Herzlich willkommen. Oh, hallo. Du bist zum ersten Mal hier, oder? Mir gehört dieser Angelteich. Sina ist mein Name. Schön, dass du hier bist. Hi. Angeln mit Köder kostet inklusive Kanu ohne Zeitbeschränkung nur 20 Rubine. Willst du gleich mal probieren? Ja, mach mal. Okay. Heute bekommst du als besonderen Service eine Begleitung umsonst. Also gehen wir. Brauche ich nicht eigentlich, aber okay. So. Jetzt wollen wir erstmal hier geradeaus. Denn wir sehen da nämlich etwas. Ein Herzteil. So. Reicht es so? Habe ich getroffen? Nein, habe ich nicht. Oh, da will er einen Arm beißen. Komm her. Komm her, Fischi. Ja, komm her. Oh. Irgendwie... Ich sollte noch ein bisschen näher ran. Bisschen näher ran. Stopp. So. Das könnte klappen. Ja! Was ist das denn? Ein Herzteil? Wessen Herz hast du denn da geangelt, du Draufgänger? Keine falsche Bescheidenheit, du darfst es ruhig behalten. Okay. Und jetzt muss ich... Ui, wo war das jetzt? Das war hier drüben, glaube ich. Ja, da drüben, da drüben. Dort drüben. Und zwar bei der Brücke. Ich will da angeln. Ich weiß, dass man da angeln kann. Glaube ich. Ich war mir sicher, dass das hier war. Oder auch nicht. Es sei denn, ich bin zu nah dran. Das kann natürlich auch sein. So, dreh dich. Zurück. So. Ja. Komm her. Okay, ja, vielleicht muss ich aussteigen. Ja, aber ich will doch... aufhören. Aufhören. Ich weiß es nicht... Vielleicht muss man gar nicht vom Boot aus angeln. Auf jeden Fall, das Herzteil haben wir ja schon mal. Das ist das Wichtigste.
Das Wichtigste haben wir schon mal, das Herzteil. Ist hier sicher nichts? Nee. Habe ich jetzt auch so eine schöne Musik? Hier ist so eine schöne Musik. So richtig schön friedlich ist es hier. Muss man sagen. Hier ist es richtig schön friedlich. So. Wo ist meine Angel? Da. Na komm. Dich wollte ich eigentlich nicht. Ich will eine Flasche angeln. Flasche, Flasche, Flasche. Nein. Ich mag die Musik. Ist das, was ich da tue, eigentlich richtig? Kirschblütenblätter! Voll schön. Na? Und? Da ist hier! Die leere Flasche! Yay! Okay. So, dann haben wir das also auch. Jetzt muss ich erst einmal... So. Okay. Jetzt haben wir die leere Flasche. Schön. Ist hier irgendwas am... Am Grund des Sees? Nee, ist nichts. Okay, jetzt haben wir das. Voll das große Herzteil, Jagdgedöns und so. Okay, ja, jetzt brauchen wir noch die größere Bombentasche. Die wollen wir jetzt natürlich auch noch holen. Und das werde ich jetzt einmal kurz mit euch machen, denn beim ersten Mal werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen und dann werde ich das nämlich wieder offscreen machen. Weil sonst braucht es wieder ewig, ne? Ich kenne mich doch. Oh, willkommen. Denkt ihr, konnte ich endlich mein Geschäft wieder öffnen? Kann dir zwar nichts anbieten, aber mach's doch bequem. Natürlich kannst du auch ein Boot mieten. Lass mich einfach wissen, was du willst. Dich. Eine Kanufahrt auf dem Floß. 20 Rubine, yo Mann. Also gut, steig ein. Alles klar, dann gute Fahrt. So. Okay. Na komm. Na, jetzt geh kaputt. Sehr schön. Ja, wir müssen jetzt hier diese Krüge zerstören. Und davon einfach so viele wie möglich kaputt machen. Und ich glaube, wir dürfen jetzt nirgendwo mehr dagegen crashen. Und die roten bringen mehr, weil andere Farbe und deswegen besser. So. Ich krieg das hin. Vorsichtig. Ja. Ah, oh. Okay. Okay. Oh oh, ich sehe nichts. Nein!
Ich sehe nichts! Okay. Okay, langsamer, langsamer. Aua! Mann! Nein! Okay. So. So. Ja. Okay. Hier ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Okay. Nein. Nein. So. Nein. Okay. Reicht das aus? Ich glaube nicht. Ich glaube, man braucht 25 Punkte, wenn ich mich nicht irre. Wenn es stimmt und man 25 Punkte braucht, dann war ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Ja. Ah. Gut gemacht. Du hast auf deiner Abfahrt insgesamt 23 Punkte erzielt. Ja, tut mir leid. Ja. Ja. Also gut, Leute, ich werde mal offscreen das nochmal machen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich die 25 Punkte erreicht habe. Also gut, Leute, das war dann mein Let's Play, The Legend of Zelda Twilight Princess HD für heute. Ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.